Wir gehen rüber zu Masako und nehmen für den halben Ding mal schnell die Schnellreise. Zeigt mir gar nicht an, wo das, das alles ist. Wieso? Ups. Komisch, dass ich jetzt den Wind nicht rufen kann. Irgendwo hier zeigt mir an, dass hier Masako ist, aber ich habe keine Ahnung wo. Und den Wind kann ich auch nicht mehr befragen. Einmal hat es geheißen, man könne diesen Vögeln da folgen. Das können wir mal kurz machen und mal schauen, wohin das der uns bringt. Oh, ein Lager. Masako meinte, ich soll den verantwortlichen Mönch finden. Er kann vielleicht die Karte vom Bruder des Verräters lesen. Gibt es Vorräte in dieser Gegend? Das weiß ich nicht. Doch die Kami helfen euch, wenn ihr ihnen Respekt erweist. Findet die Tori-Tore und folgt ihnen zu einem Schrein. Dort werdet ihr fündig. Es heißt, ein Kami-Talisman könnte das Schicksal ändern. Solche Hilfe brauche ich. Fürst Sakai, wie schön euch zu sehen. Yun-Shin, ich hätte hier mit euch rechnen müssen. Wie kann ich euch dienen, Herr? Kennt ihr euch hier gut aus? Ich habe all diese Lager eingerichtet. Sagt euch diese Karte irgendwas? Wir geben sie den Karrenfahrern, die Nahrung liefern. Sie zeigen, wo die Lager sind, damit alle versorgt werden. Ist das Blut? Ist etwas davon nicht eines eurer Lager? Ich höre Gerüchte, dass sich unsere Leute bekriegen in Ariake. Verräter bedrohen unschuldige Leute. Sie ermordeten die Frauen und Kinder von Clan Adachi. Ihr könnt sie zur Verantwortung ziehen. Diese Karte zeigt Ariakes Leuchtturm. Wir haben keine Lager dort, aber man sagt, Banditen wären gekommen. Keine Banditen. Etwas Schlimmeres. Fürstin Masako ist eingetroffen. Sie spricht sicherlich lieber mit euch. Wir hatten gerade mit der diesjährigen Ernte gewonnen, als die Mongolen angriffen. Oh Mann, wir sind zufällig genau im richtigen Lager hier. Das ist ja schon Wahnsinn. So ein Glück jetzt gehabt. Nur weil wir diesem Vögelchen da gefolgt sind. Wunderbar, ey. Was habt ihr erfahren? Das Oberhaupt von Kuta könnte am Leuchtturm sein. Den hat der Adachi-Clan für Ariake gebaut. Der Verräter kennt keine Scham. Sadao hat Leibwachen um sich. Wir kommen nicht unbemerkt an ihn heran. Gut. Der Verräter soll gerade genug Zeit haben, sein Schicksal zu fürchten. Dann los. Darum kam diese Situation.
Ich habe ein paar Neuzugänge. Na, wir behalten noch unser Schwert. Ich weiß nicht, was das mit diesen Schwertern auf sich hat. Danke für alles, was ihr tut, mein Herr. Hier sind all meine Waren. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Okay, Reise zum Ariake-Leuchtturm. Oh, der Wind funktioniert wieder. Warum hat Sadao euch verraten? Ich warf ihm vor, Reis zu stehlen. Aus Profitgier, während unsere Leute hungern. Ihr glaubt, er steckt hinter der Reisknappheit in Kutter. Ich konnte es nie beweisen. Doch es war verheerend. Ich wusste, er verbirgt irgendetwas. Schurken draußen sind Wachen. Der Feigling versteckt sich ganz oben. Sadao! Euer Kopf gehört mir! Ihr habt Hina getötet, meinen Bruder! Sie starben wegen euch! Ihr hättet mit eurer Familie sterben sollen! Das wünschte ich auch! Ja! Was zur Hölle? Ihr habt Sadao getötet. Masako. Er half all meine Liebsten zu töten. Und wofür? Um seinen elenden Hass zu stillen. Als die Mongolen die Samurai besiegten, wollte ich mit ihnen sterben. Ich stürzte mich wissentlich in eine verlorene Schlacht. Es war leichter. Wie lebt ihr weiter? Ich denke an die Leute, die ich schützen und die Toten, die ich rächen muss. Dass Sadao tot ist, wird der Verantwortliche erfahren, dass ich lebe und ihn jage. Er wird Angst bekommen, einen Fehler machen. Seid vorsichtig, Masako. Ihr auch. Ihr seid nun ein Teil davon.
Wir finden die anderen Verräter auf der Liste. Doch zuerst müssen wir meinen Onkel retten. Ich bin auf dem Kaneda-Gehöft, falls ihr mich braucht. Okay, wir gehen noch zu diesem unentdeckten Ort. Der muss genau vor uns liegen hier. Den gucken wir uns noch an. Ich sah Fürstin Masako zum Strand von Komoda reiten. Ihr Gemahl starb dort. Und ihre Söhne. Die Mongolen sollen immer noch am Strand sein. Ich sorge mich um ihre Sicherheit. Mich besorgt eher, was sie ihnen antut. Aber ihr habt recht. Ich sollte sie nicht alleine lassen. Da hinten ist unser Ort. Fuchsbau. Oh, wie schön. Nur nicht zu einem Bären, kleines Füchslein. Oh ja, da kommt ja schon was. Doch, es ist ein Bär. Oh, danke schön. Oh, der wartet wieder. Dann gehen wir runter zu für Tsushima und nehmen aber diese Schnellreise hier. Wir gehen mal runter in den Wald. Ist denn das? Da liegt jemand. Oh. Wow. Der mit seinen Sprüngen, ey. Oh, da ist ein Bär.
Oh. Okay. Ja, unser Ziel ist, glaube ich, da unten. Da ist wieder ein Vogel. Prefektur Azame. Ariake Bambusstand. Bambus schneiden. Oh, wir haben unsere Entschlossenheit erhöht. Ich glaube, wir haben unten einen Kreis dazu gekriegt. Wir brauchen mehr solche Bambusstände, ey. Die sind ja cool. Mein Herr, seid ihr auch hier, um der Asamo-Liga zu helfen? Noch nie davon gehört? Bauern und Fischer haben sich gegen die Mongolen zusammengetan. Ich kam aus Ariake, um sie auszubilden. Ich bewundere Ihre Tapferkeit. Wie geht die Ausbildung voran? Sie sollten mich schon vor Stunden hier treffen. Ich wollte Sie gerade suchen. Ich reite mit euch. Ihre Anführer sind in einem Gehöft in der Nähe. Sie werden wissen, wo der Haupttrupp ist. Moment, Moment, wir müssen zuerst noch hier reinschauen, ey. Aber hier gibt es nichts. Okay, wir gehen. Juhut. Als Kind träumte ich davon, ein Samurai zu werden. Jetzt reite ich neben einem echten. Doch ihr wisst, wie man kämpft und mit Pferden umgeht. Mein Dorf an der Küste wurde ständig von Piraten geplündert. Sie töteten meine Eltern, als ich jung war. Ich lernte mich zu verteidigen. Ich hoffe, mein leidvoll erworbenes Können kann den Leuten hier von Nutzen sein. Kein großer Unterschied zu den Samurai. Dort vorne brennt es. Das Bauernhaus. Mäht sie nieder! Vielleicht auch den Haupttrupp. Ich hätte früher kommen müssen. Wir können die anderen warnen. Hört ihr? Sie können den Haupttrupp entdeckt haben. Wir müssen ihnen helfen. Schnell, mein Herr! Wartet! Zu spät. Wir können nicht alle retten. Dann werde ich die Toten rächen. Ein Samurai bewahrt Ruhe vor einem Kampf.
Wartet! Ihr werdet für eure Verbrechen bezahlen! Oh wow, was für ein cooler Kampf. Dieses Spiel ist schon Wahnsinn, ey. Ihr habt Talent, doch ihr seid bei eurem Ansturm fast gestorben. Machen euch die Mongolen nicht wütend? Die wichtigste Waffe eines Samurai ist er selbst. Ohne Kontrolle riskiert ihr zu verlieren. Verstehe. Ich sollte nach Hause zurück und meine Gefühle beherrschen lernen. Kämpft weiter. Wir brauchen Leute wie euch. Doch vergesst die Lektion nicht. Das werde ich, mein Herr. Auf einem Päckchen Schwarzpulver. Es bleibt kleben, wo ich es hinwerfe. Kein Entkommen vor einer Explosion. Ja.